türkische Politiker dürfen in Deutschland, in der Europäischen Union dann auftreten, wenn türkische Oppositionspolitiker, kritische Journalisten wie Deniz Yücel gerne darüber berichten dürfen und Oppositionspolitiker wie Selahattin Demirtas, die jetzt im Gefängnis sitzen, weil Herr Erdogan sie demokratisch nicht besiegt bekommt, sperrt er sie ein. Stellen Sie mal vor, Frau Merkel würde ihren Herausforderer Martin Schulz einsperren, weil sie ihn sonst nicht los wird. Das passiert in der Türkei. Wir sollten verlangen, ihr wollt hier reden, dann Fairness für alle, lasst die Opposition reden. Gut,